So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Was? Ja, scheiße, immer dann. Vollbild. Ah. So. Wow. So. Was wollten wir jetzt eigentlich? Warte mal ganz kurz. Ich wollte doch. Also zuallererst machen wir mal. Ich wollte mich als Worker anmelden. Damit wir. Wie eine Maschine da gucken können. Und dieser selbst abbauenden Maschine. Da gehen wir mal irgendwo an einen Ort, wo es keinen stört. Teleport. Let's go. So. Ja, wie man sieht, hier habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert. Time. Von daher schätze ich niemanden, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache. Da, genau, hier habe ich mit schon viele Sachen damals rumexperimentiert. Ja, deswegen auch als geschütztes Gebiet hier, Testing Area. Und hier habe ich auch mal, wenn ich mich nicht ganz irre, eine Maschine getestet. Okay, scheinbar nicht, dann war es doch auf dem lokalen Spielstand. Okay, schade eigentlich. Gut, dann würde ich aber gerne doch mal hier eine Maschine bauen, dabei sie testen. Hat ihn getestet. Ah. Steinbruch. Seht ihr das? Stimmt, die gibt es ja auch noch. Haha, lol. Die wollte es hier konstant immer weiter runter. Auch wenn das Ding schon sehr langsam ist. Nur warum schickt er hier nichts mehr raus? Normalerweise müsste es alles hier in diese Kiste gehen. Die, by the way, mit irgendwelchen Sachen voll ist. I don't know. Ist auch eine normale Kiste, sehe ich gerade. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Ich meine, gut, viel Stuff ist ja nicht drinne. Höchstens das und das, was keiner haben sollte. Einfach so. Was das hier ist, das sind Coins. Die sind sowieso egal. Ja, gut. Muss ich überlegen. Ach so, der macht immer erst eine Ebene nach der anderen und lädt dann erst sein Cash. Verstehe. Ach nee, macht er nicht. Der macht es nur ab und zu einfach mal so. Ja, whatever. Ja, auf jeden Fall genau. Das ist die automatische Steinbruchmaschine. Die können wir mal ganz kurz hier deaktivieren. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Sondern wir wollen jetzt gucken hier. Wie war das? Digi. Na Quatsch, war nicht Digi-Line. Pipe war es ja. So. Das Ding. Gib mir davon mal ein paar. Okay, ich glaube, die müssen hier angebracht werden, also auf der Seite. Also ungefähr. So, das ist das. Jetzt brauche ich so ein Construction-Ding. Wie ist das Ding nochmal? Das hier. Da brauchen wir schon mal ein paar, scheinbar ein paar. Und jetzt wäre die Frage.
nicht nach dem aus. Notebreaker. Das ist falsch. Die Frage ist, wie aktiviert man die Dinger überhaupt? Machen die jetzt schon irgendwas? Nö, ne? Weil hier hinten ist sie, glaube ich, nur Pipes an. Das ist ja Pipeworks. Das heißt, die müssten vielleicht auch hier mit den Dingern arbeiten. So. Genau, genau, genau. Ungefähr so. Also natürlich normalerweise mit welchen, die denn ein bisschen besser sind. Das heißt, hier würde man zum Beispiel eher... Ne, jetzt ein Supercontroller. Das Ding hier. Würde man wahrscheinlich eher sowas hier ranklatschen und dann sagen, alles nach Rot. So ungefähr. Hallo? Okay. So würde man es wahrscheinlich eher machen. Und die hier wahrscheinlich auch versuchen zu unterlassen. Aber gut. Doch jetzt stelle ich mir die Frage. Mal gucken, mal kurz. Stone. Stone. Automatisch abbauen tut ihr wenig, oder? Das heißt, sie brauchen irgendein Signal. Da ist jetzt die Frage, arbeiten die jetzt mit Mesocon oder arbeiten die mit was anderem? Ja, die scheinen mit Mesocon zu arbeiten. Okay. Ja, aber hier, na, hat man hier gesehen, wenn man normale Mesocon einfach voranlegt, legen sie einfach erstmal hin. Dadurch, dass die sich hier automatisch an das Ding attachen, heißt das, dass die auf Mesocon reagieren. So, wir müssen mal kurz gucken hier. Ja, funktioniert gut. Oder auch nicht. Haben wir denn einen Leveler? Leveler. Da zum Beispiel. Da. Kann sein, dass da so eine was rein muss? Ich dachte, das ist der Puffer. Heartbeat. That makes no sense at all. Vor allem ist alles nicht richtig. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz gucken bei meinen lokalen Welten. Bei meinen lokalen Welten habe ich hier irgendwas Technik. Vielleicht ist es das. Verdammt. Das scheint irgendeine Maus veraltet zu sein. Achso, ist auch ein Tech-Mod, ist sowas anderes. Ah,
Tja, das ist was ganz anderes, soweit ich weiß. Hier passiert überhaupt, hier ist einfach gar nichts. Auch sehr nett. Was hab ich denn hier gemacht? Nee. Ja, nee, keine Ahnung. Das heißt, das hier ist schon. Verdammt. Passiert erschreckend wenig. Ich probiere mal, ob ich da so einen Kreis, so eine Säge reinpacken muss. Oder warte mal kurz. Man muss die ja, ne, man hat ja hier so ein Dinger. Da gebe ich mal ein paar. Und da hat man noch solche Dinger. Ich habe nur keinen Plan, wie das funktionieren soll. Weil, wenn der hier hinten schieben soll, wie soll das funktionieren? Ja, hat gut funktioniert. Das funktioniert schon alles nicht. Oh mein Gott. Ja, komm, ich muss hier rein. Danke. Geht doch. Aber der kriegt kein Mäßesignal. Doch, kriegt er. Ja, danke dafür. Ich finde dich auch super lieb. Bitte erschreckend wenig. Wenn ich jetzt hinten die Pepper wieder ran mache, versucht das da rauszuschicken. Auch nicht. Okay, also ich blicke hier offen gesagt gar nicht mehr durch. Ich weiß, dass ich irgendwann mal eine funktionierende Maschine hinbekommen habe, aber ich glaube, das war nicht mit der Technik-Mod. Dann war das eine andere Mod scheinbar. Und ich weiß nicht mehr, welche Mod das gewesen sein könnte. Ja, nee. I have no idea whatsoever. Gut, dann würde ich mal sagen, Third Life. Fängt jetzt das Ding hier an, auch das Ding abzubauen, wenn ich das hier auf Aktivieren stehe, klicke. Oh. Er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Lol. Jetzt die Blöcke, die wieder platziert haben, interessieren neben dich. Das ist ja mal interessant. How is it even possible? Restart. Ah, jetzt fängt er an. Ja, jetzt baut er alles ab. Okay, das heißt, die Maschine macht echt vor gar nichts halt. Außer vor sich selber. Wobei, nee, auch nicht. Weil die baut ja alles ab, was vor sie ist. Du hast ja hier dieses eine Symbol, ne? Hier dieses Symbol. Und alles, was vor diesem Symbol ist, wird abgebaut.
Du kannst aber einstellen, wie groß der Bereich, genau hier Radius, ne? Das heißt 8 mal 8 vor ihr, also 16 mal 8 plus 8, also, ne, weiß schon, also, ja, whatever. Auf jeden Fall, das was vor sie ist, da baut halt einfach alles ab. War schon krasses. So, manual taking removing from cache by hand is not possible. If you can't wait, we start with the server security to start. Let's go. Wir müssen hier, by the way, mal die Kiste mal ein bisschen. Das scheiß mir eigentlich alles raus. So. Clear Inf. Und der nächste kleine Ratsch. Ah, das muss raus. So. Schon besser. Das stimmt, hier selbst den Baum hat er ja angefressen. Also, dass er nur Stein oder so abbaut, passiert auf jeden Fall nicht. Ich meine, sowas könnten wir natürlich auch mal bauen, aber erstens werden wir schon so ein riesiges, hässliches Loch vor seinem Dingsmonster haben. Und zweitens, wie man schon sieht, ist das Ding halt super langsam. Also, super langsam. Und verbraucht, glaube ich, auch extrem viele Ressourcen. Ja, wobei, es geht eigentlich sogar. Kohlenstoffblock ist jetzt überhaupt nicht teuer. Das Ding hier ist auch bloß ein paar Diamanten. Also im Vergleich zu der anderen Werkzeug-Dingsda-Monster ist das halt ein Witz. Wäre also tatsächlich machbar. Das könnte man tatsächlich hinbekommen. Wäre auch nur die Frage, was will man mit sowas? Weil erstens, wie gesagt, hat gesagt, sowas halt relativ lokal. Das heißt, da müssen wir, ne, das Ding muss ja angeschlossen werden. Das Ding braucht eine Pipe. Das heißt, um irgendwo ein Loch zu bohren, muss man erstmal das Ding hier komplett aufbauen. Mit seinem Zubehör. Und dann ist es halt Ding halt relativ, ja, damit ist es halt relativ stationär. Und die Frage, ob sich das denn überhaupt lohnt. Ne? Oh, ich sehe gerade, dass die läuft gerade, also das, was der macht, wird gar nicht im Log protokolliert. Lol. Interessant. Weil normalerweise, wenn du irgendwelche Sachen automatisiert machst, werden sie trotzdem protokollisiert. Protokollisiert. Ja, nee, ist klar. Also, ne, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Pipework-Anlage hast oder allgemein so Technics-Mod. Sachen und da wird die Sachen aus den Kisten genommen werden und in andere Kisten reingepackt werden, dann wird das auch immer protokolliert. Aber was die hier macht, wird gar nicht protokolliert. Die ist einfach, die macht einfach ihr Ding und Ding dabei. Ja, wie gesagt, muss natürlich auch aufpassen, dass vor ihr nichts ist, was sie braucht. Nicht, dass sie ihr eigenes Kabel abbaut, wenn es vor sie lang geht oder sowas. Wie gesagt, alles, was halt vor dieser Ebene ist, wird halt radikal abgebaut. Warum? Abgesehen von dem Stein hier. Was ist los mit dir? Hier ist ein Stein. Ey, Mädel, guckst du? Hier ist ein Stein. Da. Stein. Hallo. Stein. Naja, lassen wir sie mal machen. Wir gehen mal erstmal raus. Und als Ronix wieder rein. Denn wir sind ein Schwein. Eieiei. So. Okay. So. Okay. Okay, so, wir wollen, das hier kannst du. So, was wir hier gerne, also was ich hier gerne bauen würde, da bräuchte ich aber erstmal irgendwie Platz für, wäre eine Anlage, die komplett
komplett automatisiert, wie gesagt, so Sachen einbrennt und einschmilzt und schleift und Dings und das und Bums. Ich weiß aber nicht genau, wie wir das machen sollten. Also ich weiß, also wie ich das hinbekomme, dass ein bestimmter Teil eingebrannt wird, ein bestimmter Teil, also geschliffen wird, ein bestimmter Teil wird eingeschmolzen und so. Das weiß ich schon. Aber ich muss mal ganz kurz gucken, wie, also wir brauchen als allererstes, brauchen wir einen Schleifer. Ein Schleifgerät. Ein Schliffi-Bus. Was ist denn das? Handschleifmaschine. Lol. Schubfach? Nee, jetzt nicht, was ich suche. Was suche ich denn? Gottes Namen. Gucken wir mal nach MV. So. Wir brauchen einen Legierungsofen. Wahrscheinlich nicht. Aber weil sowas automatisieren. Nee, das funktioniert nicht. Was wir bräuchten, wäre ein. Wir brauchen eine Schleifmaschine zuerst. Da. Ja. Ach ja, muss man erstmal das Ding bauen und dann, oha, oha, oh Gott. Das heißt, wir bräuchten eine Schleifmaschine und einen Ofen, merklich gar nicht, ne? Der Rest ist Pipeworks. Warte mal kurz. Ach nee, ich war gerade am überlegen, vielleicht können wir das ja da hinten irgendwo hinbauen, da wo unsere, das Haus da, das Haus da ist, aber sollte ja schon relativ nah hier bei uns sein, damit es uns überhaupt irgendwelche Vorteile bringt. Die Frage ist halt nur hier schon alles, also da ist AKW, da ist halt das Ding und da hinten ist mein riesiges Lager. Könnten wir höchstens hier noch eine Ebene nach unten gehen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, warum nicht, ne? Ist unter uns irgendwas? Nee, ne? Oh. Nicht wirklich. Außer ein bisschen Kabelanlagen, die wir umräumen müssen. Ich würde es natürlich gerne vorher probieren. Muss ich jetzt aber extra die Sachen dafür bauen, nur um es mal zu probieren. Beziehungsweise probieren kann ich es auch mit den Sachen, die hier sind. Kann ich ja kurz abbauen. Also zum Beispiel die Schleifmaschine kann ich abbauen. Dankeschön. Dann brauchen wir Extraktor. Wird schwierig. Ich sag mal nein. Wir brauchen eigentlich bloß einen Ofen. Ofen und eine Schleifmaschine. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Weil ich meine, das, was bei uns immer am längsten dauert, ist ja sowieso die Legierung. Und die automatisieren wird nicht funktionieren, weil, ja, da gibt es halt verschiedenste Legierungen, die du mit verschiedenen Sachen machen kannst. Und das dementsprechend auf Vorrat zu legieren, wird schwierig. Wird verdammt schwierig. Ich habe psychische Probleme. Okay. So. Hä? Wo sind unsere Werkzeuge? Ah, die haben wir in die Kiste gepackt, ne? Nö. The fuck? The fuck? Wo zum Himmels Willen eure Werkzeuge? Okay. Guck mal, hier hätten wir sogar schon 13 gehabt. Ja, egal. Hä? What the fuck? Achso, haben wir die nicht. Backpack, ne? Ja. Ja, das macht Sinn. Also eigentlich macht gar keinen Sinn, aber egal. So, das heißt. Tja, wäre jetzt schon geil gewesen, so eine automatisierte Maschine zu bauen, ne? Wäre schon echt cool gewesen.
Andererseits. Vielleicht sollte man es doch mit so einer HV-Fräse machen. Ich weiß halt nicht, wie weit sie maximal bauen kann. Das ist halt die Frage. Kann sie mehr als 8x8? Weil wenn ja, könnten wir mit der unten die ganze Uran abbauen. Dann verpflanzen wir einmal so Dinge da ganz unten, machen da so ein HV-Kabel hin und dann immer Kipim.